Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich bin euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, es geht noch weiter mit diesem Projekt. Ne? Wer hätte das gedacht? Lass mich mal kurz mein Mikro ausrichten. Wir sind hier in Kampfturm und ich habe mir so gedacht, wir versuchen mal hier die letzte Stufe des Kampfturms zu erklimmen. Also jedenfalls glaube ich, dass das die letzte Stufe ist. Und ja, es hat ehrlich gesagt nicht so lange gedauert, bis ich die höchste Stufe erreicht habe. Und ja. Ich habe es jetzt einfach so ein bisschen vor mich hingeschoben, letztes Mal hier on screen zu versuchen. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht geplant, heute Pokémon zu spielen. Ich war gerade noch den 70. Part an Tales of Vesperia am Aufnehmen. Aber da ich nicht mehr weiterkomme wegen eines Bosses und irgendwie total geraged habe am Ende, habe ich mir gedacht, geht's von einem frustrierenden Boss zum nächsten. Also ja, deswegen bin ich jetzt hier. Und ja, Kampfturm. Wonach steht hier sind Kämpfen. Warum nicht? Gut. Superballklasse. Hä? Ist ja doch nicht die letzte Stufe. Ich meine, ich habe mal irgendwo im Internet gehört, so dass 10 die höchste Stufe ist, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ich möchte mal ganz kurz gucken. Rosé, ja, von dem will ich machen. Aber ich habe nur Superballklasse. Kommt nicht erstmal Hyperball irgendwann, keine Ahnung. Und dann kommt Meisterball irgendwie so weit, keine Ahnung. Aber tun wir trotzdem mal aufnehmen. So, ich gehe mal im Einzelkampf und ja, bin immer noch am Vorbereiten einiges. Andere Leute sind schon irgendwie alle 1000 Pokémon ja sich am Umtauschen, ihre Pokédex zu komplettieren. Währenddessen bin ich nur hier und hock noch am Kampfturm und ja, versuche noch den Galadex komplettieren. Zum Glück habe ich es nicht eilig, ne? So, wir gehen mit diesem Team. Das hat bisher Wunder gewirkt hier. Wir nehmen natürlich unser Stalos, dann Glurak und dann würde ich sagen, ja, hier. Also bevor ich da reingehe, sollte ich vielleicht mal checken, ob die Animationen oder so eingestellt sind. Ich glaube, die sind nämlich wieder ausgestellt. Ja. Mein Gott, bin ich gut, ne? Gut, dann gehen wir mal rein. Diese Pokémon sind auch übrigens alle. Ich sollte die mal vielleicht hier kurz zeigen. Wie spielt man nochmal Pokémon? Ja, man kann hier, wenn man jetzt auf Plus drückt, dann sieht man hier, wie die ganzen Werte so verteilt sind. Ja, wen überrascht das Glurak von wie heißt nochmal der Typ? der Champion hat sensationell ist, ich glaube, das höchste, was du bekommen kannst in einem Wert. Also jetzt sind die DVs, also diese die Gene der Pokémon, und ja, je höher die sind von Anfang an, desto stärker sind die Pokémon in diesen Werten. Und maximiert bedeutet, ich habe darauf irgendwie so Kronkorken verwendet und die Werte maximiert, weil die vorher nicht maximiert waren. Und ja, diese drei Dinger waren irgendwie noch nicht sensationell, also habe ich die genommen, ne? So, bei einigen Pokémon habe ich das übrigens auch noch gemacht. Hier bei Nidhogg, mein Stalos, habe ich zum Beispiel Spezialverteidigung und KP maximiert, weil das ist wahrscheinlich am wichtigsten für Stalos, ne? Und für einige andere Pokémon auch noch. Ich glaube, wen habe ich hier gerade? Ja, mit dir habe ich nur Angriff maximiert. Das ist ein bisschen doof. Also, ja, keine Ahnung. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal rein. So schwer war das eigentlich gar nicht, hier dieses Level jetzt zu erreichen beim Kampfturm. Also, ich hatte mich eine andere Musik. Ich will Rosé. Das soll diese epische Battle Team sein. Von Rosé. Und ja, weiß ich nicht, mit diesem Setup hier, mit meinen Stalos, das übelst starke Glurak und hier meine Libeldra, habe ich bisher alles so geschafft. Deswegen, ja, gucken wir mal, ob bei dem einmal, in dem ich hier aufnehme, dann auch wieder alles funktioniert oder ob ich jetzt voll auf die Phrase komme. Ja, weg den einen Punkt Stärke. Seid ihr wohl wirklich der starke Gegner, den ich sehe? Ne? Schwarzgurt Benno. Wir setzen King rein. Nicht gut für den Talk. So, und wie gesagt, das Level hier zu erreichen war jetzt nicht so schwer. Ich habe jetzt übrigens auch jeden so richtig gute Attacken beigebracht. Rambos zum Beispiel ist stärker, je schwerer, glaube ich, der Pokémon ist. Body Press ist stark, je langsamer Pokémon ist. Das sind perfekte Moves für Stalos. Also ja. So, wie das immer abläuft. Als erstes.
ein bisschen blöde, dass ja, zum Glück habe ich ein Dings ausgerüstet, ne? Mehr Robustheit hat er ausgerüstet, genau. Als Fähigkeit meine ich so. Und ja, jetzt funktioniert halt immer so mit der Kombi so halbwegs. Wie gesagt, ist ein bisschen doof, dass jetzt Kingler irgendwie der erste Pokémon ist, weil das ist ganz schön effektiv gegen die Hälfte meiner Pokémon. Und ja, Mittag muss ich jetzt opfern. So läuft das in der Regel. Ich hau den einfach nur gegen Tarnstein hier mal raus und ja. So, ich könnte jetzt, ich werde jetzt auch, glaube ich, Glurak reinpacken. Einfach, weil der auch eine Pflanzenattacke hat. Glurak ist mehr oder weniger das Pokémon, das hier irgendwie alles carries in diesem Turm. Also ja. So, ich hoffe, du haust den jetzt auch weg. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, die Pokémon, die jetzt hier in höheren Stufen sind, sind alle irgendwie EV trainiert oder haben hohe DVs und all sowas. Die haben auf jeden Fall Kampf-Items ausgerüstet. Ja, vorher konnte ich die alle noch wegfegen. Ich meine, ich bin eigentlich vorbereitet genug. Manchmal muss man auch halt ein bisschen Glück haben, was die Gegner hier an Pokémon haben. So ein ganz klein bisschen Glück brauchst du schon. Das haut den, glaube ich, doch. Das haut den kaputt. So, und je nachdem, was er jetzt noch für Pokémon hat, könnte er umso schwieriger oder leichter sein. Ich meine, ich habe aber gehört, so auf Level 10 oder so kommt Dingens hier wieder. Ich habe den seinen Namen vergessen. Deleon, mein Gott. So, Brokkolos. Jetzt mal wieder Hydraflor rein. Das Burg ist einfach so broken. Lekrioron. Oh Gott, was bist du noch mal? Du bist, bist anfällig gegen Dingens anscheinend. So, Giga Feuerflug und damit haben wir schon die erste Runde gewonnen. Glurak einfach alles weghauen, mit Tarnsteine vorher noch ein bisschen schwächen. Ich bin mir ziemlich sicher, Brokkolos hat auch Robustheit. Also wenn jetzt Tarnsteine nicht vorher noch getroffen hätten, dann hätte er noch einen Schlag ausgehalten, dann wäre er mit einer Steinattacke gekommen und mein Glurak wäre wahrscheinlich weg gewesen, weil vierfach Schwäche und so. Also ja, wie gesagt, ein bisschen Glück steckt auch schon so dahinter. Und ja, natürlich werde ich weiterkämpfen. Ich muss jetzt, glaube ich, immer vier Gegner erledigen. Heute ist mein Feiertag, das bedeutet, der Kunde ist heute mal nicht König. Pilot Jensen. Stahlabor. Das geht. Physische Angreifer nehme ich jetzt mal an, ne? Auch so kommt jetzt mit irgendwie was wie Geofissur oder so um die Ecke, ne? So, und das wiederholt sich jetzt die ganze Zeit. Ah, okay. Das stimmt, das One-Hit-KO-Attacken tun auch Dingens abwehren. Stimmt, habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm gehabt. So, du bist Kampf und Boden, ne? Aber Boden ist Dingens hier. Mach Erdbeben. Schlafrede. Ja, was? Also dann kommen die Gegner und setzen solche Sachen ein. Das ist, weiß ich nicht. Ja, Stardust hat natürlich nichts kaputt. Weil der ist nur Masse. Der ist. Ja, einen Moment mal. Jetzt wenn ihr jetzt Schlafräder einsetzt, dann setzt ihr wieder Geofissur ein, aber nichts bringt. Also. Oder Schlafräder. Schlafräder ist aber normal. Das bringt auch nichts gegen Stachlos. Pass mal auf jetzt hier. Schlafräder. Geofissur, ja. Ja, hast du gut gemacht hier. Stirb. Es ist natürlich immer gut, wenn Stahlos irgendwie noch einen Kill hier raushaut. Ne? Habe ich überhaupt schon mal erklärt, woher die ganzen Spitznamen kommen? Warte mal, bist du Stahl normal oder bist du nur Stahl? Ich könnte mal Body Press versuchen. Auch nicht so ein schwacher Angriff. Eisenschädel, das wird es nicht so bringen. Also physische Angriffe dagegen, ja, das ist ganz schön stark. Physische Angriffe kann man knicken gegen Stahlos. Ja, Nidhogg. Boah, ich habe jetzt schon echt
vergessen. Das ist die Schlange, die, glaube ich, versucht, den Weltenbaum zu essen. Und das war eine Menge Schaden. Ja, Flug, Eis, ne? Und dann kommen wir mit Rambos mal um die Ecke. Also, wenn ich das jetzt nicht... Wow. Und ja, ich habe mich mehr geil als du Schaden gemacht hast. Nur Eisplitter, das glaube ich auch viel zu schnell. Also, ja. Ja, das hier Stahl aus Folge soloed. Boom. Das war cool. Bin jetzt nicht gewohnt, dass Stahl aus so viel Screen Time bekommt. Okay. So, aber ich muss jetzt vier Gegner, glaube ich, bekämpfen. Also kommt jetzt noch ein normaler, ne? Da kommt Delion, ne? Nehme ich jetzt mal an. Meine kleinen Schnuckelchen sind einfach so knuffig. Und ja, ich habe mich mittlerweile schon über einige Sachen hier informiert. Über das Spiel ist jetzt nicht mehr so blind. Oh Gott. Warte mal, da muss ich mal kurz nachdenken. Okay, was ist das Beste? Oh, der. Ach stimmt, die haben ja sowas jetzt. Okay, solange der nicht als erstes, der wird sowieso Tarnsteine raushauen, so oder so. Also ich überlege gerade, ich kann glaube ich Glurak hier reinpacken, weil Stardust hat nichts irgendwie, was irgendwie effektiv gegen den ist. Erdbringen bringt nichts, weil Flug, Ramos und Dingens. Und ich habe jetzt echt gesagt damit gerechnet, der Dings einsetzt Tarnsteine als erstes, aber was soll's. Jetzt kommen wir zur stärksten Attacke, die auf Feuerflug, die ein bisschen broken ist, finde ich, in diesem Spiel. Weißt du, du machst Schaden und dann machst du irgendwie so, weil nicht Feuerwirbel Schaden so am Ende. Das heißt, selbst wenn ich jetzt Status nicht kaputt mache, mit dem Angriff, spätestens am Ende der Runde ist er tot. Oh. Da überlebt in Robustheit, aber jetzt kommt Gigafeuerflug. Das Effekt gleich. So, und jetzt setzt du Tarnstein ein. Ja, ich habe jetzt schon das Pokémon, hat wahrscheinlich die Hälfte der AP verlieren würde, durch Tarnsteine eingewechselt. Also, ich habe eigentlich gerechnet, dass du halt als erstes machst. Aber Katapult, ich glaube, ich habe aber einen Drachenangriff, ne? Ja, ich habe deiner Würm ausgerüstet auf Glurak. Oh, ja, das ist einfach voll krass, wie stark Glurak ist, ne? Einfach nur, weil die Werte alle so hoch sind. Angriff wird gesenkt. Und das ist jetzt wieder... Ja. Ja, wird jetzt nicht. Und jetzt kommt Gigafeuerflug. Er ist so broken irgendwie, ne? Schultesto. Dich krieg ich auch. Ich hab ne. Ja, du musst ein bisschen Glück haben, so, ne? Also. Boah, früher waren diese Dinger so schwierig, ne? Ich weiß noch, in X und Y und all so was, diese ganzen Dinge, die waren so übel schwer, weil du irgendwie so 20 Kämpfe oder so hintereinander machen musst. Ne? Hier musst du 4 Kämpfe hintereinander machen und du bist schon weiter. Oder kriegt Belohnungen am Ende und also was. Ich finde das voll gut. So, boom. Jetzt müsste Delion kommen, oder? Das habe ich aber das letzte Mal, dass wir gegen den kämpfen. Der Kampfmon spielt die Lebensphilosophie der Trainer wieder, die nach Stärke streben. Genau diese Stärke lässt sich so erstrahlen, Daniro. Dann zeig sie mir mal. Pokémon-Trainer Delion. Rihornio. Nicht das Beste, was du gegen mich einsetzen könntest als erstes. Also ja, ihr kennt dann, er kennt den Dreh, Tarnsteine. Genau. Ich müsste eigentlich noch ein Angriff überleben, obwohl eigentlich nicht mehr, ich glaube nicht. So, das Ding hau ich mit, außer wenn er Robustheit hat. Aber das Ding müsste ich vielleicht, aber ich habe genau. Ja,
Ja, überleben wir sowieso nicht. Also wäre jetzt natürlich ein bisschen frustrierend, wenn ich diesen Kampf jetzt hier ausgerechnet verlieren, ne? Nach all dem. So, ich hoffe, der hat nicht Robustheit, weil sonst könnte er mir sehr weh tun. So, das ist vierfacher Schaden. Du bist doch immer noch Stein und Boden, ne? Ich habe ja noch keinen Rihorn. Oh, ich muss das ja übertauschen pingeln lassen, aber ich, also ich kenne jetzt schon mittlerweile Leute, aber trotzdem. So, der hat jetzt Robustheit und setzt einen Steinangriff ein und ich bin weg mit meinem Burak. Pass auf. Genauso wird das jetzt passieren. Du Pisser. Weil er ist vierfacher Schaden. Du Pisser. Nein. Jetzt kommt er mit. Pass auf hier. Boah, wie heißt er nochmal? Steinkante. Haut mich weg, ne? Der Stein, Alter, ja. Wow, wirklich? Ja, ich habe verloren. Mein Glurak schon weg ist, dann habe ich keine Chance. Wow, ey. Ich komme hier voll locker durch und dann kommt der hier einmal und haut mich volle Möhre weg, ey. Ich krieg heute echt gar nichts geregelt, habe ich das Gefühl. Naja. Bringt nichts. Boah, ehrlich. Wie den ein, wie ein Pokémon hier, das ja alles versaut. Ich schaff das nicht mehr. Ja, da können wir ja mal Doppelkampf versuchen. Haben wir noch locker Zeit für, ne? Wenn ich das schaffe, dann mache ich das hier irgendwann auf Screen, keine Ahnung. Jetzt setzt du schon Glurak ein, ehrlich. Na, Tarnsteine, boom. Das Blöde ist nur, ja, ich, das wird nicht viel bringen, ja. Ja, ich bin tot. Ja, was der einsetzt. Der hat doch wahrscheinlich Drachenangriffe, ne? Dann bin ich schon weg. Ah, das ärgert mich. Warum? Warum Rihorno, ehrlich? Er hat mir alles versaut. Mit seiner blöden Kappbeere, ey. Ah, das regt mich jetzt so auf. Ne, ich will heute irgendwie ein Erfolgserlebnis haben. Ich habe mich schon bei Tales of Vesperia heute voll aufgeregt. Jetzt kommt auch noch der und bricht mir ja den Rekord hier sozusagen. Gut, versuch mal noch mal. Aber diesmal im Doppelkampf hier. So. Blöd ist, ich weiß nicht genau, was ich hier nehmen soll. Ja, Nidhogg setzt natürlich wieder ein. Ich glaube, ich muss Dings hier einpacken. Natürlich nicht dabei. So, wenn ich das hier wenigstens nicht schaffe, einmal, ne? Wie wechselt man? So schon eine Weile her, seit ich wieder Dings gespielt habe. Also. Na, boom. Ich weiß nicht, warum ich Dings drin hatte. Royal. Aber okay. Versuchen wir mal Doppelkampf. Und zwar. Boah, wie habe ich das nochmal gemacht? Ich habe immer. Ne, glaube ich. Ich glaube, ich habe direkt Glurak eingesetzt, ne? Weiß ich gar nicht. Ne, warte mal. Ich glaube, die beiden immer eingesetzt. Und dann. Die beiden so auf Dingens für Bank. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich will nur einen Sieg erringen gegen Deleon. Dann werde ich den anderen einfach offscreen machen. Weil ich da jetzt nicht noch mal alles aufnehmen werde, dann. Ey. So. So, gleiches Spielchen, ne, wie immer. Ich wünschte wirklich, diese Animation wird nicht jedes Mal abgespielt. Tarnsteine und was ist da? Bronzong, Nocturne. Ja, toll. RP bringt nichts gegen Bronzong.
ein Hirscher gegen was? Ach, gegen Bonzong, ja. Was wird? Wenn ich sowieso nur. Oh, warte mal. Stimmt. Ich glaube, ich habe schon irgendwie meine Formation irgendwie vermasselt. Was soll's hier? Knirscher. Ja, Trick wird hoch. Ich glaube, jetzt tauscht die Items aus. Oh. Ja, ich greife dich nicht an. Tut mir leid. So, hier setze ich mal. Oh Gott. Erdbeben ein. So. Jetzt mach mal so. Wird schon irgendwie klappen. Ja. Physischer Angriff bringt nichts. Ja, das hätte mir früher ein bisschen helfen können. Na, was? Boah, du. Oh, du setzt Autanstein ein. Okay. Ich will wenigstens gegen Delion gewinnen, ey. Ich will ein Erfolgserlebnis heute kriegen, ey. Kann ich nicht sein, ey. Und ich merke gerade, dass das hier ganz schön nervig ist, hier diese Kombi. Ohne Kack, ich hatte jeden Kampf hier locker gewonnen bis zu diesem Zeitpunkt, ne? Und sobald ich hier aufnehme, da geht ja alles in den Bach runter. Ich krieg die Krise, weil irgendwie überraschend ist. Ja. Oh mein Gott, ey, das gibt's jetzt nicht. Also. Boah. Schwebe bringt nichts. Schutzschild. Ja, was ist das für ein Kampf, ey? Alter, wir haben jetzt eine Runde hier verballert, ey. Vor allem eine Runde für die Zuschauer. Ja, wir mussten jetzt eine Runde hier warten, dass nichts passiert. Es wurde hier nichts passiert in dieser Runde. So, stirb, mein Gott. Hey. Erdbeben. So, also am besten irgendein Gift-Pokémon einwechseln. Oh Gott. Oh. Ha, ich lebe immer noch. Ja, nach. Eier, du brauchst Eier. Hm, oh, schwer vergiftet wird man dadurch. Okay. Das ist kein Gift-Pokémon. Das ist ein sehr... Drachenklaue. Wüstengeist ist auf jeden Fall schneller als das Dingen. Und kann es sogar one-shotten. Cool. So, noch schon müsste auch drauf gehen jetzt durch Erdbeben. Ich hoffe, Delion kommt nicht immer mit einem Rionio jetzt an, ne? Ich glaube, die nehmen. Ich glaube, jeder Trainer hat irgendwie so ein Pool vom Pokémon als Auswahl, wenn ich mich nicht irre. War, glaube ich, immer in den Dingern. Ach ja, der hat ja noch eins. Ich wollte schon sagen, warum wir jetzt hier noch Dings aufgezogen HP und also was. So. Ich setze Barambos ein. Ich habe noch zwei Pokémon und sonst setzt Kraftkoloss ein. Ach nee, ich habe Schluckhaut nicht mehr. Egal. Ich habe normalerweise Schluckhaut ausgerüstet, damit Dingens hier weg ist. Damit der Nebeneffekt von Kraftkloss weg ist. Ja, und so eine Strategie habe ich ehrlich gesagt auch. Himmelsfeger, nur halt mit einem Restadero. Wenn man einen Zug hier Himmelsfeger einsetzen kann, was normalerweise zwei Züge dauert. Mal gucken, wie stark das ist. Nicht so stark. Das kannst du aber nicht noch mal Himmelsfeger einsetzen, einfach so. So, Kyubey, benannt nach einem katzenartigen Wesen aus Madoka Magica, das die Seele von anderen kleinen Mädchen haben will.
So. So. Mondgewalt. Geheimnisvoll, so gleich so wie der Mond. Boah, war ein langsamer Kampf, ey. Ich habe länger für diesen einen Kampf gebraucht als für die letzten drei, als die ersten drei Kämpfe von vorhin. Aber ich finde Doppelkämpfe in der Regel irgendwie einfacher. Weiß ich nicht, irgendwie habe ich eine höhere Erfolgsquote in diesen Kämpfen. Lamelux und Lurak. Lurak hätte ja nicht irgendwie in der Reserve sein können, ne? Und durch Tarnscheine schädlich werden können. Was mache ich? Nichts davon ist effektiv gegen irgendwas. Lamelux ist, glaube ich. Ja. Ich will erstmal Lurak hier aus dem Weg hauen. Drachenklaue. Huja. Ja, natürlich nicht. Verteidigung gesenkt. Au. So, und du. Hau jetzt nicht auf Stalos. Obwohl. Ja, jetzt vielleicht. Okay, vielleicht jetzt doch auf Stalos gegen zwei. Okay. Tarnstein. Tarnstein. Was ist meine Bestimmung? Du legst Tarnstein aus. Oh mein Gott. So, aber jetzt kommt Lurak und der macht jetzt alles fertig. Pass auf. Zum Glück weiß niemand außer Delia und irgendwie, wie man Dings ansetzt. Nein, nicht du. Mein Gott. Haben wir es gegen was? Ach ja, ich... stimmt. Stahl ist gegen Fee effektiv. Warte. Ja, nichts davon ist effektiv gegen Lurak. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Lurak Lamelux erledigen wird. Also was soll's. Wenn ich irgendwie diese Katzen könnte man überspringen. Ich meine, wenn man die Wort will ich in jeden Kampf in den Turm gehen muss, ne, dann weiß ich nicht, das ist ein bisschen nervig. Ja, Feuerflug. So, wieder jetzt gegen. Da, du hast Robustheit. Man Fokusgurt. Fokusgurt, ne? Ja, das bringt aber leider nichts, weil Giga Feuerflug danach noch mal Schaden macht. So. Es wird schon wieder ein bisschen nervig. Ich habe schon zwei Pokémon ja verloren, aber. Fehlspur. Oder nicht paralysiert. Boah. Willst mich jetzt hier auf den Arm nehmen? Ey. Also ich will ja eigentlich heute was erreichen. Aber ich komme ja nicht weiter. Ich komme einfach bei der zweiten heute. Oh, super. So, weil es wahrscheinlich aber nicht töte. Ich würde schon fast sagen, nicht sehr effektiv, stimmt. Boah. Ich glaube aber nicht, dass der Lepomentas mit einem Schlag erledigen geht. Ist ja kein Step, gar nichts. Aha. Was gut da, ja. Ah, du musst es ja ausgerechnet, ey. Und du bist schneller als Cubey. Du machst eine Menge Schaden in Cubey. So, keine Ahnung, das wird ich nie im Leben kaputt machen, das sehe ich schon. Oder vielleicht doch, weil Cubey einen Volltreffer macht und voll viel Schaden austeilt. Ich vergaß. Ja, vor dem Spaß. Ist auch nicht so ein gutes. Oh, aber komm schon, diese Bayerische so geschwächt. Na, Glurak, komm. Ging beides nicht. Los, wach auf. Das ist das Blödeste, was hätte passieren können gerade.
So, Spukball, macht das, macht den Typen kalt, ey. So. Du überlebst das. Ja, Felsgrab auch noch. Oh mein Gott. Und Volltreffer, ey. Das gibt's jetzt einfach nicht. Oh mein Gott, ey. Ah, ich komme heute echt nicht weiter. Ich will gar nicht den Part hier hochladen, ey. Ich will den echt nicht hochladen. Das ist auch kacke. Ja, es ist gut, dass du Volltreffer hier austeilst. Du bist jetzt tot. Boah, ich bin gerade echt schlecht gelaunt. Ne? So. Geil, tanzen. Ach. Wir machen das jetzt noch einmal. Boah, ey. Ja, ganz ehrlich, was war ich? Fangen direkt mit Glurak und Co. an. Hm. Ich glaube, ich habe diese immer genommen. Fangen direkt mit Glurak an, setzt Gigant Dynamax ein und boom, weg sind sie alle. Aber bist du nicht Barista? Okay, ich wollte sagen, das ist aber irgendwann wichtiges. Also. Wow, das sind ja ganz schön blöde erste Puck. Jetzt warte ich, mach mal ganz ruhig. Ich habe so geführt, wird er nicht überleben. Die Tarnsteine werden es nicht so wirklich bringen. Also, ja, hier kommen. So, ich weiß, dass Kotl auf jeden Fall langsamer sein wird. Als ich habe das Gefühl, Libello ist mit einem Schlag weg. Also, komm. Und ja, wie geht's euch so? Habt ihr irgendwie Erfolge in euren letzten Spielen, die ihr gespielt habt? Das wird für ich nicht so. Ach. Und ich will wenigstens gegen Deleon heute gewinnen noch. Feuerzahn. Physischer Angriff. Das wird nicht so viel bringen. Das hat schon viel gebracht, aber so viel jetzt auch nicht. So, du überlebst dann auch noch, ey. Sonst haut Burak alles weg. Die Initiative von Nidok steigt. Ja, das ist. Boah, du bist sogar schneller als Kurtel. Was? Ich finde immer so lächerlich, dass die. Oh, ich bin getroffen. Animation angezeigt wird. Auch wenn irgendwie ein Pokémon schwebert oder irgendwie sowas. So, du hast Eruption. Lass mich raten. Oder auch nicht. Soll nicht irgendwie einen Wert senken oder irgendwie sowas? Noch ein Feuer-Pokémon, okay. Ja, natürlich habe ich jetzt nicht Dings eingesetzt. Ich habe gedacht, der hat jetzt schon zwei rausgehauen. Der tut jetzt bestimmt nicht noch mal eins hier raushauen. Aber was macht er natürlich? Kommt halt diesen Feuer-Pokémon. Ja, wenn ich dich weghaue, dann gut, dann kommt Nidok wieder als erstes ran und kriegt noch so ein bisschen Schaden reingerückt mit diesem Kurtel. Was ich übrigens auch benutze, Kohl kann ganz schön stark sein, vor allem mit Dürre. March Bombe, das bringt nichts gegen. Naja, egal. Ich will den Talk echt nur am Leben lassen, ne? Ja, wenn sich Glurak jetzt wieder um das schnellere Pokémon kümmert, das eingewechselt wird. Ne. Dann kommt wieder hier Nidok und haut vielleicht Kotl weg. Ich weiß nicht. Giga Feuerflug. Oh, du bist weg. Ne, dann können solche Kämpfe kommen, wo du voll Glück hast, weil die Gegner irgendwie voll die passenden Pokémon haben. Und ja, so läuft das dann manchmal. Da wollte mir jetzt nicht sagen, dass ich die ganze Zeit immer hier Glück hatte auf Screen. Ja, gut, gut gemacht, ihr beiden. Den ganzen Kampf hier gecarried. Okay. Na, jetzt müssen wir noch mal zwei erledigen und dann kommt Deleon.
Den würde ich dann auch gerne mal besiegen, ne? Das wäre sehr toll. Eine Pokémon haben Mumm, meine haben Typenvorteil. Cosima. Kramor und Stalos. Das ist doch bestimmt Tarnsteine. Ihr kopiert doch meine antike Strategie, die nur ich gekommen bin. So, okay. Ja, ich benutze keine Bären, also deine Fähigkeit ist voll für einen Kack. So. Stalos könnte ein Dingens haben, ein... Egal. Ich regne sowieso nicht vor Ende der Runde da und er setzt wahrscheinlich Tarnsteine ein, ne? Er wird die so oder so aufkriegen. Also kümmern wir uns um das Viech, das wahrscheinlich uns angreifen wird. Kramor. Wir legen voll entspannt unsere Tarnsteine auf den Boden, damit gegnerischen Pokémon Augen verlieren, wenn da eingewechselt werden oder so. So. So wie ich mir das vorgestellt habe. Ich schwöre, wenn ich Devion erreiche und ich gehe schon wieder K.O., ne? So. Okay. So spielt man keinen Stalos. Du hast keine Ahnung, was du machst. Du bist verwirrt. Ja. Und Robustheit ist weg. Ich weiß, wie schwach ein Stalos ist. Du bist jetzt nicht wirklich irgendwie was reißen können mit der Kombi, würde ich jetzt sagen. So, ich währenddessen kann Erdbeben einsetzen. Und Dynaflor, wenn du jetzt schon wieder Dings bärst, ne? Alles klar. So, so muss das gehen. Rojanio mit einem Schlag weg. Der ist eine blöde Berat, ne? Ja, deine Breitseite-Attacke bringt's nicht so. Tut mir leid. Währenddessen habe ich jedes neue Pokémon, was du einwechselst, ja kaputt. Mein Status verliert keine AP. Lua, Lua. Ah, du Luda. So, ja. Und Giga Feuerflug wieder. Und den Effekt nochmal zwei neu an, ne? Diese Feuerwirbel. Finde ich gut. Ah, er überlebt hat sogar noch, aber schaffbar. Was? Wieso hat denn das so viel abgezogen? Ja, das hättest du vielleicht auch ein bisschen eher einsetzen sollen. Kollegen, ja. Na. Ja, ein Moment, meinst du nicht? Ach nee, das Grasfeld hat den die ganze Zeit geil. Ich dachte, er hat auch Überreste. Und ja, hey, gib mir mal was von der Bäre ab. Oh, ich bin tot. So, Giga Feuerflug und ja, jetzt kommt gleich ein Flammenwurf. Ich meine, der hat Dingens Sandsturm massiv, das hat die Spezialverteidigung erhöht, aber trotzdem wird schon gehen irgendwie. Also mal Bodypass, keine Ahnung. Den kriegen wir so oder so down. So, es dauert halt nur vielleicht ein bisschen. Oder auch nicht. Okay, gut. Gut. Ich ja noch viel mehr Mumm als wir. Ja, und wir haben auch Gehirn. Das ist nicht Sandsturm erst ein, wenn du irgendwie gerade am Frecken bist. Oh, ein Ninja Turtle. Kannst du mein Sixpack sehen? Geh weg. Willst du mal anfassen? Nein. Ich will dein Sixpack nicht anfassen. Okay, zwei Bodenpuppen. Ist das gut? Ist das schlecht? Das ist gut, weil wir haben Pflanzenangriffe. Ich will aber trotzdem, glaube ich, Giga Feuerflug einsetzen. Und jetzt sind zwei physische Pokémon. Also Tarnsteine, mein Gott, was mache ich hier? Ich finde, das ist immer erst wichtiger,
Giga-Feuerflug einzusetzen, einfach nur damit so oder so noch mal Schaden dadurch bekommen. So, was ist jetzt hier? Was hält hier weniger aus? Die halten sowieso einen Angriff aus wegen Sandsturm, deswegen. Ich glaube, Gigantes hat mehr KP. Keine Ahnung. Zwei Pokémon mit demselben Typen, das ist schon mal sehr doof. Wenn du irgendwie so was Neutrales hast oder so. Ich habe mal versucht mit Dings hier. Mein Bluebella, mit meinen Kurtel. Habe ich auch was versucht zu reißen, weil wegen Sonnenschein und so, das bringt es eigentlich auch ganz schön. Und mit Glurak. Ja, du versuchst Trick. Du hast wahrscheinlich wieder ein Toxin Orb, ne? Oder Heiß Orb. Mit wem? Mit wem hast du was ausgetauscht? Mit Glurak? Ne, nicht mit Glurak, ne? Das wäre doof. Ich bin mit Stalos. Stalos braucht jetzt nicht so viel Angriffskraft, also. Deswegen habe ich Giga Feuer Dings eingesetzt. Okay, ich glaube, du hast den mit Dings eingetauscht, ne? Ja. Und deswegen setze ich Giga Feuerflug ein. Wegen diesen schönen Effekt. So, und ja. Dramatischer Zoom auf Stalos. Gut. Ja, will ich ein Pokémon garantiert erledigen? Ich glaube ja, ne? Komm. Könnt das hier einsetzen, das wird die Initiative der Mitstreiter. Bringt es, glaube ich, ein bisschen eher gerade. Das Ding ist so oder so kaputt. Boom. So ein epischer Angriff, ey. Das ist dieser eine Angriff von wem man hat. Wer konnte hat nochmal? Wamu von Jojo's Bizarre Adventure. Der seine Arme so gekreiselt hat. Das ist im zweiten Part. Schaufler, ehrlich? Ja. Hey, warte mal, Erdbeben. Warum wackelten die auf einmal alles? Ah! Bisschen so ein Tunnel am Graben, dann einfach so. Ach Mann, ey. So, schon wieder Legumenta. Warum kommen hier alle mit gleichen Typen an immer? So, warte mal, Legumenta ist. Oh, der wird so getroffen oder so. Damit ja, Status ist einfach nur so, ja, ich überlebe zwar, aber ich bin jetzt nicht hier, um irgendwas sehr Großes zu leisten, also und versucht einfach so viele Hits nur mit dem rauszuhauen, wie es geht, bevor der verreckt. Das ist nicht irgendwie so weitläufig irgendwie was geplant immer. Und ja, ich hatte mal einen sehr witzigen Kampf irgendwie offscreen. Ich habe gegen einen Kampf noch gegen jemanden gekämpft, der hatte einen Bronzong. Erste Runde hat er eingesetzt Regentanz. Ich mit meinem Stalos habe Tarnsteine natürlich gelegt, ne? Und mir dann so gedacht, was hat er jetzt mit Regentanz vor, ne? Zweite Runde, ich denke mir so, ja, Stalos, mach mal irgendwas, ne? Was setzt er als nächstes ein? Sonntag. Ich so, okay. Worauf will er jetzt hinaus irgendwie? Ich greife weiter mit meinem Stalos an. Denken wir so, ja, okay, wenn er jetzt nur Mist baut, ne, dann greife ich einfach weiter an. Ne? Dann macht er als nächstes ja, Sandsturm. Bei dem Punkt habe ich mir schon gedacht, was macht er da? Und danach hat er, glaube ich, noch mal irgendwie Regentanz oder Sonntag eingesetzt. Also, versteht ihr die KI in den Kampf und die versucht irgendwie was zu reißen, aber die kriegen da irgendwie nicht hin. Ich habe Gefühl, dass mir in diesem Punkt irgendwie so aufgefallen, so hier was weiß ich. Warte mal, strahlt die Sonne? Nee, ne? Wo kann man das angucken, glaube ich. Doch, Sonne. Die Sonne strahlt. Also, dann bin ich mal kaputt. Solarstrahl.
Solarschein sieht echt episch aus in dem Spiel übrigens. Das sieht aus wie so ein vernünftiger Strahl, ey. Ja, wie ein Pokémon Rot und Pokémon Rot und Blau, der Hyperstrahl. Elfa Surfer. So ein Geräusch, ey. Ich weiß gar nicht, warum ich Nidhogg noch drin lassen. Ich hätte eigentlich schon längst irgendwie was auswechseln können. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Das sind irgendwie die einzigen Pokémon, die ich habe. Und ja, blödes Glurak wird jetzt ein Dingens hier verballern hinzu, weil ich nicht das Ding treffen kann unter der Erde. Warum habe ich eigentlich nicht Erdbeben eingesetzt? Was mache ich hier eigentlich? Ja, weil du schneller bist als ich. Ich überlebe das. Was machst du jetzt? Zerquetscht dich unter meinen Körper. Diese ganzen Effekte, also Grasfeldverbrennung, bis die alle abgespielt worden sind, ne? Und Stalos steht noch. So, jetzt bist du aber weg, pass auf. Stalos kann einfach nicht down gehen, ne? Ich finde das so gut. Oh Gott! So, wenn jetzt Deleon kommt, ne, wenn er jetzt nicht Glurak sofort rauspackt, ne, dann haben wir eine Chance, weil dann kann ich schon Tarnstein hinlegen. Dann kommt sein Glurak rein, vielleicht schon die Hälfte seiner AP und ja, dann gucken wir mal. Ja, ich sag noch mal genau das gleiche wie vorher. Komm her. So, jetzt bitte. Durengard und Inteleon. Boah, ist auch nicht so eine geile Kombi gerade. Oh. Ist nur Tarnstein raus und so Solarstrahl. Was tauche ich denn als erstes weg? Inteleon ist natürlich sehr gefährlich gegen alles, was ich jetzt hier gerade draußen habe. Aber ich glaube nicht, dass Dynaflora den erledigt. Deswegen gucken wir mal bei Durengard. Wenn du jetzt Königsschild einsetzt, ne? Kommt jetzt ein bisschen so drauf an, was jetzt als nächstes passiert, ne? Kommt von Durengard, müssten wir glaube ich kaputt kriegen damit. Inteleon wird nicht mit einem Schlag Stalos oder Glurak, vielleicht doch Glurak erledigen können. Ich glaube schon, doch, ich glaube wir haben ein Problem. Solange die Tarnsteine draußen sind, haben wir aber noch eine Chance. Nehmen wir, oh Gott, warte mal, senkt das nicht Genauigkeit? Oh komm her, jetzt nicht mit sowas. Das haut der noch nicht mal kaputt, ey. Ich werde schon wieder verlieren. Das gibt's jetzt nicht. So, wenn ich jetzt noch nicht mal Dings rauskriege, ne, dann habe ich verloren. Ja, das war's. Hab verloren. Super. Ey. Oh mein Gott. Den ganzen Weg wieder bis hierhin gespielt, ne? Und ich krieg schon wieder auf die Fresse. Das gibt's jetzt nicht. Ach. So, ich mache jetzt den hier erstmal und dann mache ich den hier. Oh, du bist wow, ehrlich? Der ist voll am Cheaten. Bringt das überhaupt was gegen Giga Dynamax Pokémon? So, jetzt Magieflamme reinhaut. Das Dugen gerade auch weg. Das ersetzt jetzt Königsschild ein. Ich habe irgendwie vergessen, wie Dugen gerade nochmal funktioniert. Ich glaube, wenn der Königsschild einsetzt, dann tut der Angriff abwehren und die Angriffskraft senken oder so. Keine Ahnung. So, zwei Pokémon sind down. Im Gegensatz zu einem von uns. Das Blöde ist, der Glurak wird jetzt nicht geschwächt durch Dingens, durch Tarnsteine. Und ja. Und noch ein Starter. Buff. So, was mache ich jetzt? Ne, das ist jetzt doof. So, ich gehe mal auf den hier los. Und so, was mache ich jetzt gegen den?
Ja, den kann ich jetzt weghauen. Den kann ich mit einem Schlag weghauen, aber... Den hier. So. Wenn ich Glück habe, überlebt mein Glurak einen Angriff von dem sein Glurak. Wird die Initiative durch Dingens durch Windstoß an, weiß ich, dieser Luftangriff, mein Gott. Dann bin ich im nächsten Zug auf jeden Fall schneller und du bist natürlich oder der macht das. Was? Okay. Das ist eigentlich auch ziemlich doof, merke ich gerade. Oh mein Gott, ehrlich? Ich krieg noch nicht mal eine Chance. Wow. Nee. Nee, das war's. Gute Nacht. Er musste ja ausgerechnet das einsetzen. Ne? Jetzt, ja, guck dich das dann an. Was mache ich jetzt? Ich konnte nur das Gord rum kaputt hauen, glaube ich, aber. Ich habe jetzt Dinges hier nichts, was ich machen kann. Wow. So, hau das Viech kaputt, komm. Ich bin immer noch schneller, was? So. ja. Genau, wir hätte ich den Kampf der Gluraks oder was? Super, ey. Nee, da wird nichts. Gott verdammt. Ich habe Offensivweste auf Glurak, aber trotzdem. Du musst zurückschrecken. Du hast noch voll AP. Ich bin schneller. Muss zurückschrecken. Also anders geht das nicht. Nee, ich bin weg. Nee. Wollen wir jetzt seine Initiative noch? Ne, ja. Nee, da wird nichts. Außer wenn ich jetzt hier schneller bin, immer noch und den zurückschrecken lasse. Aber so viel Glück habe ich nicht. Ach, so ein blöder Scheiß, ey. Oh, ey, das gibt's jetzt einfach nicht. Ey. Ich will das eigentlich schaffen. Ich will das jetzt nicht offscreen machen und sagen, ja, ich habe den besiegt und so. Ich will das schon aufnehmen, ey, aber jetzt komme ich hier auch nicht weiter. Na gut, dann war es das mit diesem Paar. War sehr salzig heute, ne? Ich krieg so was Kotzen. Ich schalte dann nächstes Mal ein, wenn ich wieder bei Deleon bin. Tu einfach nur meine Deleon-Versuche hier reinpacken, ne? Anders, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt immer hier alle Kämpfe. Kann man eigentlich auch in Deinolos mitnehmen? Ich glaube, in Deinolos kann man auch eigentlich benutzen in diesen Dingen, ne? Aber das fühlt sich schon wieder so gescheatet an. Gut, also haben wir hier nichts erreicht. In Tales of Vesperia haben wir auch nichts erreicht. Im 70. Part kann ich nur empfehlen, wenn ihr Rage oder mich erleben wollt, wie ich einfach nur am voll salzig drauf bin. Und ja, gut, ich hoffe trotzdem, euch hat der Part irgendwie gefallen, auch wenn ihr nicht Fortschritt gemacht wurde und so. Aber ja, das passiert halt manchmal, ne? Ich sehe euch dann wahrscheinlich, wenn ich gegen Deleon irgendwann mal triumphiere, ne? Klingt das nach dem Plan? Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.